Herzlich willkommen bei diesem Video. Da hinten steht sie, die Keim InnoStar. Und die ist für mich auch das allererste Mal, dass ich die verarbeite. Und das mache ich hier bewusst in diesem Aufenthaltsraum von der Elektrofirma. 22 Quadratmeter haben wir hier. Und da wir nur dieses kleine Fenster haben und diesen Kellerbereich haben, habe ich gesagt, komm, wir machen hier das mit der Keim InnoStar mineralisch. Ich will die ausprobieren. Soll sehr gut sein, streiflicht unempfindlich. Ich habe schon mit anderen Malerkollegen gesprochen, soll wirklich gut sein. Ich teste das für mich aus und für euch. Und dann probieren wir heute die Keim InnoStar. Da haben wir sie stehen. Jawohl. Ich sage euch, das ist hier eine Herausforderung, dieser Raum. Alles Trockenbau, Spachteln, die Ecken hier hinten sind nicht trocken. Heizlüfter, ne? Hier Ventilator. Zwei Heizlüfter stehen, Fenster auf, gucken, dass das hier zirkuliert, dass das abtrocknet. Gestern war die Ecke noch nicht trocken von der Spachtel, musste aber tapeziert werden, denn heute ist Mittwoch, Freitag kommt der Boden. Ich muss das hier fertig kriegen. Wahnsinnsaufgabe! Aber jetzt geht es um die KM-Star und da legen wir los. Und dann kommen wir doch gleich mal zu der Farbe. Premium Soll Silikat Farbe für innen. Soll sehr hochdeckend sein, Streiflicht unempfindlich. Deckkraft Klasse 1, Nassabrieb Klasse 1, also alle hervorragenden Eigenschaften. Ich habe hier übrigens schön kurze Walze für die Fläche. Nehme mir auch einen kleinen Pinsel für die Ecken, das reicht. Was ich euch zeigen will, ist, die Farbe ist eingestellt. Ja? Also, da brauchen wir nichts mehr machen. Da kann es jetzt einfach hierher gehen. Ich rolle jetzt mal hier ein bisschen in der Fläche, damit ich euch das mal zeigen kann. Hier auf Malerfließ. Ein bisschen zurück, zack, und die lässt sich gut verstreichen. Da bin ich jetzt gespannt, auch auf die Decke. Tropfverhalten, Rollverhalten, aber ich sehe schon, hey, das wird hier richtig gut. Also eingestellt ist er auf jeden Fall, das kann man hier nochmal sehen. Da muss man nicht mehr mit Wasser nachgehen, das ist wirklich top. Ja, das gefällt mir schon mal sehr gut und von dem her, können wir hier direkt loslegen. Guck mal da, ja, sind die Heizlüfter wegen der Ecke. 20 Quadratmeter der Raum hier, das Fenster. Da musst du das irgendwie zirkuliert bekommen, dass das von hinten nach vorne geht und dann aus dem Fenster raus, diese Feuchtigkeit. Ne? Also, wir streichen das Ganze. Ich habe schon am Rand alles abgefasst und muss sagen, wirklich top. Ich nehme aber jetzt noch Handschuhe. Was wichtig ist, Silikatfarbe immer Fenster gut abdecken. Na, bei Silikat ist nämlich angreifbar fürs Fenster, gibt Punkte und die bleiben. Also Silikat frisst sich rein. Das Gute ist einfach bei mineralischer Farbe, also auch wie hier, Fogging-Effekt ist eigentlich komplett auf Null. Also dieses Schwarze, was am Rand kommen kann, dann alkalibeständig, also ist nicht brennbar. Und somit haben wir auch schimmelresistente Oberfläche. Ich benutze hier jetzt heute mal hier meine kurzflorige Walze extra für Vlies und glatte Flächen. Farbe ist auf der Seite, habe auch kein Gitter drin, brauchen wir jetzt nie. Und dann legen wir los. Ne? Lüfter habe ich wieder ausgemacht. Wir fangen mal hier hinten bewusst an mit der Decke, mit der Wandfläche. Elektriker hat freundlicherweise gestern auch schon die also heute Morgen die Dings reingemacht, die Löcher, also die Kreuze gesetzt, damit man das dann später findet. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier kein Gitter drin. Funktioniert super. Na? Und ich habe gemerkt beim Aufrollen, also erstmal der Weisheitsgrad gefällt mir. Der ist nicht blaustichig, der ist aber schön weiß, schön hell, schön klar. Das ist schon mal super und jetzt habe ich hier zweimal eingetaucht und jetzt rolle ich hier auf der Fläche meine Walze ein und verteile in dem Zuge die Farbe. Und das geht echt gut. Und das ist echt, ja, gefällt mir sehr gut. Das ist schon mal echt top. Also oberflächentechnisch, klar, mit der Rolle machst du nicht viel verkehrt
Und dann natürlich durch die Deckkraftklasse 1 haben wir eine hohe Deckkraft und auch auf jeden Fall ein guter Anteil vom Pigment drin. Und somit haben wir auch eine dünne Farbe. Und eine dünne Farbe gibt halt einfach eine schöne, glatte Oberfläche. Und wir haben hier nur eine leichte Walzenstruktur zu sehen. Das sieht wirklich top aus. Also wirklich klasse. Ich rolle jetzt noch mal einmal die Fläche. Hier muss ich natürlich besonders gut arbeiten. Hier kommt ja noch ein Fotobild hin auf Digitaldruck. Hier hinten ist eine LED-Leiste drin. Da habe ich auch die Ecke oben zur Leiste den Anschluss nochmal rausgezogen, weil die Leiste ist ja aus Metall und die gibt die Flucht vor und die Wand oben ist schäpsig gewesen. Also wenn man dann da sitzt und hochguckt, will man keine 2-3 mm in der Fläche Unterschied sehen. Das habe ich nochmal angespachtelt ordentlich und rausgezogen. Auch ganz wichtig. Und deswegen ist es hier eben besonders wichtig, auch gerade runter zu rollen. Wir haben hier ein LED-Band, was punktuell ist, also was viele Punkte hat. Und somit wirft dieses Licht auch ein gleichmäßiges Licht. Und das ist eben auch nochmal gut, auch für euch zu wissen, niemals solche Punkte nehmen, dann habt ihr immer so Streifen und dann sieht das so schattig aus. Ne? Wir wollen ja ein schönes Licht haben. Jetzt gehen wir mal vor und ich filme das kurz ab, wie das aussieht. Kann man gut erkennen. Das ist jetzt meine Walzenstruktur und die ist wirklich klasse. Ne? Also ich bin jetzt hier wirklich auf 5 cm dran. Und nochmal von der anderen Seite. Hier ist mein Malervlies. Und da hast du einfach eine super Oberfläche. Und wenn man dann zurückgeht und sich das anschaut, ja, das ist einfach klasse. Ne? Also muss sagen, sehr gut. Wir legen weiter los. Auf geht's. Wandfläche fertig, jetzt Deckenfläche. Und das machen wir mal hier vorne. Und dann drehe ich die Kamera um und dann sehen wir uns am Fenster. Und wir machen es natürlich so, vom Raum reinkommend. Und da ist das Fenster. Also rollen wir zum Fenster hin, dass wenn du in den Raum reinkommst, dass du, falls du quer gerollt hast, diese Streifen nicht siehst. Ne? Würdest du wahrscheinlich bei der Farbe auch nicht sehen, aber wir rollen so. Und somit ist auch das in der Fläche optimal. Fällt ja nicht jedem auf, aber ich sehe sowas als Handwerker. Du kommst halt rein, guckst dir das sofort an. Siehst sofort, wenn ein Bild schief hängt. Die Augen sind die Wasserwaage. Das ist keine Krankheit, aber das ist halt so. Ne? So. Ich habe die Farbe. Natürlich ist ein Abstreifgitter besser, weil du hast dann hier nicht so viel Masse an Farbe auf der Rolle und musst dann nicht zu oft hin und her und das verteilen. Aber das geht. Ne? Man wächst mit seinen Aufgaben. So, Rollverhalten ist super. Ziehen wir das hier hinten noch rein. Da können wir eigentlich mit einmal eintauchen, zwei breiten Rollen. Die Banddeckenbreite ist hier 3 Meter und 20, 3,10 Meter. Einmal frei. Also ihr seht es gerade. Ich lasse mich hier schön Zeit und das ist auch das Originaltempo. Ist ja auch meine Originalschnelligkeit an Sprache. Also wirklich einmal eingetaucht und hier 1, 2 Bahnen auf 3 Meter gemacht und das lässt sich gut verarbeiten. Ich rolle jetzt bis hinter und dann Kamera switchen, dann sehen wir uns von der anderen Seite. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Habe jetzt natürlich mal den Pulli ausgezogen, denn da siehst du schon ein bisschen anders aus wie bei der Dispersionsfarbe, aber es ist eigentlich ganz normal. Silikatfarbe tropft einfach ein bisschen mehr, ne? Beziehungsweise spritzt. Und deswegen immer ganz wichtig, dass man die Fensterflächen gut abdeckt und andere Bauteile einfach schützt. Jetzt habe ich hier vom Fenster nochmal quer reingerollt, damit ich da auch nicht so weit muss. Und jetzt räumen wir nochmal hier die Fläche durch. Wandfläche ist fast fertig, da, bis dahin. Und hier unten habe ich es schon rausgezogen. Und jetzt hier die Fläche. Zack. So, Material verteilt. Dann gehen wir wieder vorne hin und versuchen von der Rolle die Fettkante wegzunehmen. Und wir drücken gar nicht mehr so sehr, sondern wir lassen die Rolle laufen.
weil Druck erzeugt Pressung und somit drücken wir auch wieder Farbe an der Kante raus und das wollen wir vermeiden. Ja, so ganz so sieht das jetzt aus hier, das Ganze. Mache ich das geschwind fertig. Man kann das hier gut durchtrocknen, in der Zeit die Betonoptik machen und dann nach dem Mittag hier die Fläche nochmal durchstreichen. Ja. Und die Feinheiten, so wie hier beim Malervlies, schleift man ja nach dem ersten Anstrich ein bisschen an, mache ich auch erst später, denn das ist alles noch ein bisschen zu klamm, ne, um das zu schleifen. Denn der Kleber ist dann ein bisschen weich, die Farbe ist dann nicht hart genug, um diese Kante zu brechen. Das macht man eben mit Schleifpapier, das funktioniert recht gut, auch hinten bei der Leiste. Und das mache ich dann beim nächsten Mal, denn hier kommt ja noch der Schreiner mit die Türen einbauen und die Küche muss noch rein. Also Feintuning kommt alles zum Schluss, wenn hier soweit alles fertig ist. Decke fertig, da oben noch leicht feucht und hier auch die Wandfläche fertig. Und jetzt habe ich auch schon das Fenster aufgemacht, musst du auf jeden Fall machen, komplett, sonst geht das hier nicht gut, sieht man auch schon hier leicht wieder die Applikation. Da mache ich auch direkt den Heizlüfter an, damit das hier gut abtrocknet. Dann noch ein bisschen was für das Gleichgewicht. Ja, das ist wie es ist. Ne? Du musst irgendwo Trick 17 anwenden, gerade in so einem Raum, wo nichts ist. Also vom Keller her, wegen Heizung und alles, ist zwar eine Fußbodenheizung drin, ist aber noch nie angeschlossen und da musst du halt gucken, dass du Wärme reinbringst. Jetzt lassen wir das alles trocknen für gut 2-3 Stunden, mal schauen und dann sehen wir uns gleich. Aber auf jeden Fall Deckkraft super, Streichverhalten auch gut. So sieht der Arm aus beim Deckenstreichen. Das ist der Silikatfarbe geschuldet, die spritzt einfach viel mehr wie der Dispersionsfarbe. Ja. Deswegen altes T-Shirt und dann kann das auch vonstatten gehen. Gutes Licht ist immer wichtig und hier kann man jetzt auch sehen, Mensch, erstens bin ich K.O. und zweitens sieht das hier richtig gut aus. Also Deckkraftklasse, also einfach die Deckkraft ist genial und der Weißgrad gefällt mir richtig gut und auch vom Licht her wirklich klasse. Aber zweimal streichen, ganz wichtig. Ich habe jetzt auch noch mit einem Malerkollegen gefunkt. Der nimmt auch gerne Keim, ja, also wirklich tolle Sache und habe jetzt auch 2 Stunden sind jetzt vorbei, 2,5 Stunden und jetzt kann man hier auch in der Fläche das anfassen und nochmal streichen, also 2 Anstriche auch am Tag sind möglich. Hinten Betonoptik ist dran, ich habe jetzt vor Mittag gemacht, also sprich jetzt haben wir es 13 Uhr und das schale ich morgen aus. Aber jetzt nochmal alles streichen, alles durchkullern und die Ecken nochmal nachgehen. Vielleicht kann ich hier und da schon was schleifen an den Bruchstellen. Ja, also hier. Ja, das ist okay. Ja, und wenn man gestrichen hat, kann man dann auch nochmal in der Fläche nachschauen, wo so kleine Pünktchen sind, die man vielleicht nochmal ein bisschen mit dem Finger wegkratzen will. Alles kein Problem. Das funktioniert richtig gut. Und jetzt legen wir los mit dem Streichen des zweiten Anstriches. Also einmal Verbrauch, ne? 12,5 Liter, 60 Quadratmeter Fläche, das reicht für zweimal Streichen. Und was ich euch zeigen will, ist auch hier, bin jetzt bis hier vorne hin, da das Stück und streiche gleich dieses Stück Wand mit. Das gleichmäßige Auftrocknen. Ne? Und da kann man eben schön sehen, immer noch leicht, nass, feucht. Und ich trockne gleichmäßig auf. Also das ist vom Ergebnis her echt zufriedenstellend. Genau, jetzt nochmal hier schön, schaut euch die Fläche an, wirklich gut, auch vom Tapezieren her. Fläche gefällt mir. Hier überall kann man jetzt die Lichter ausschneiden. Da warten wir aber noch bis morgen. Und dann legen wir hier den Boden rein. Ja. Also, ich habe einen dicken Pulli an, Mann. Und deswegen sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Mittwoch, alles gut geklappt. Auch mit dem Trocknen nochmal. Also von dem her, die KM Inostar kriegt von mir
den Daumen hoch auf jeden Fall. Wirklich ein Top-Produkt in Sachen Verarbeitung. Deckkraft für eine Silikatfarbe, genial. Schöner Weisheitsgrad. Viel Spritzer, gut abdecken, ganz wichtig. Aber Werkzeug lässt sich super sauber machen. Viskosität, also sprich Einstellung der Farbe, ist schon streichfertig eingestellt. Braucht man auch kein Wasser mehr nachjustieren. Wirklich genial. Und gerade jetzt hier, auch für die glatte Fläche, wir haben mit Malerkollegen gesprochen. Also auch vom Streiflicht her für eine Silikatfarbe sehr gut. Wird ja in Bayern viel genommen, gerade im Chiemgau in der Ecke. Grüße an André. Da wird viel Keim genommen, viel Silikatfarbe im Bereich. Gefällt mir. Sehr gut. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Hier in dem Raum wird ja noch Boden gelegt. Das mache ich schon mit dem Pro Design. Den habe ich noch nicht verarbeitet. Da haben wir noch was raus. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Malermeister André Klinger. Macht's gut. Ciao. Fertig ist er. Naja, geht noch. Ne? Heute lacht die Sonne. Bisschen Fahrrad fahren auf jeden Fall, habe ich mir vorgenommen. 2 Stunden, 50 Kilometer, gehe ich mal hin.